Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age hier auf dem Planeten Fulgura oder Fulgora, nicht ganz sicher wegen der Aussprache. Letztes Mal sind wir hier gelandet, haben etwas aufgebaut. Wir produzieren hier etwas von den Holmium-Platten. Beim Recyceln vom Schrott fällt sehr viel Material an, was wir nicht zu Holmium-Platten verarbeiten, aber sicherlich Material, das wir irgendwie verwenden können. Wir haben hier eine Insel und wir können nur auf diesen Plateaus bauen. Unsere Stromversorgung ist hauptsächlich durch die Blitze gewährleistet, denn hier draußen haben wir nicht allzu viel Sonnenlicht für unsere Solarzellen. Und wir haben hier eine Insel mit einem Schrottfeld und da drüben, das ist unser ursprünglicher Landeplatz, da haben wir auch ein bisschen was aufgebaut, hier Stahlbeton, so dass wir hier erstmal schauen, wir können nämlich hier die elektromagnetische Fabrik bauen, allerdings nur in einer Montagemaschine. Dann packen wir hier mal das Zeug rein. Und Fulgura ist ein Planet, wo wir auf der einen Seite Blitze haben, aber wenn wir hier mal die Enzyklopädie studieren, dann sehen wir hier auch, wir haben ein Magnetfeld, das ziemlich stark ist, mit 99%, auf Navis ist 90, Vulkanos 25, Gleba 25. Und möglicherweise können wir mit diesen Montagemaschinen, brauchen wir da Strom? Ja, da brauchen wir immer noch Strom. Aber hier können wir verschiedene Sachen darin produzieren. Und wir werden auch Leichtöl brauchen. Wir brauchen Schweröl. Wir brauchen verschiedene Dinge, um den Superkondensator hinzubekommen. Und das ist dann so der nächste Schritt. Denn wenn wir hier schauen, die nächste Forschung versteckt sich hinter einem Superkondensator. Und wo bekommen wir Öl her? Wir haben hier Ölsand und weniger verseuchten Ölsand. Und den können wir einfach hier mit einer Pumpe raussaugen. Für die Verarbeitung brauchen wir auch Wasser. Und Wasser ist etwas, was wir hier nicht allzu viel haben. Da haben wir auf dem anderen Plateau bessere Bedingungen und hoffentlich schaffe ich es hier rüber, ohne vom Blitz getroffen zu werden. Ja, hier haben wir etwas drin und hier können wir das raussaugen und
wir hier das jetzt mal so einstellen. Dann haben wir das so. So, so. Und dann machen wir das doch so. Und dann hier hinten nochmals einen Tank hin. Und da machen wir uns auch einen Tank hin, denn möglicherweise brauchen wir auch das Schweröl. Gut. Was ist der nächste Schritt? Supraleitung in so einer Maschine. Habe ich die da drüben stehen lassen? Ja. Da brauchen wir wahrscheinlich ein paar mehr, denn wir brauchen eine für Supraleitung, wir brauchen eine für den Elektrolyt und eine für den Superkondensator. Ich sammle mir da mal das Material zusammen. In der Zwischenzeit habe ich hier etwas aufgebaut mit ein paar von den elektromagnetischen Fabriken. Die erste produziert die Elektrolyt aus dem aus der Holmiumlösung Schweröl und Stein. Stein haben wir da noch nicht reingebracht in den Mix. Aber das lässt sich gleich mal ändern. Und dann haben wir hier die Elektrolytlösung. Hier oben haben wir den Supraleiter. Da habe ich schon mal etwas produziert. Aber das habe ich abgeklemmt, weil ich brauchte die Platten, um mehr von den Fabriken herzustellen. Und wenn wir jetzt hier die Verbindung noch machen, dann haben wir hier die letzte Fabrik, die uns den Superkondensator erstellt. Und das hat uns hier nun die letzte Forschung freigeschalten, so dass wir hier die Forschungspakete erstellen können. Und so wie es aussieht, die sind recht teuer in der Herstellung, denn da die ganze Holmium Pipeline, die bekommen wir eigentlich nur aus dem Recycling vom Schrott her, und aus einem Schrott kriegen wir 1% Holmiumerz raus, das heißt, wir müssen 100 Schrott verarbeiten, um ein Holmiumerz rauszubekommen, und wir bekommen verschiedene andere Dinge auch raus, die wir da weiter verarbeiten können, und ich denke, da ist es ein bisschen wird es darauf ankommen, die richtige Balance zu finden zwischen den Dingen, die wir brauchen, und den Dingen, die wir nicht brauchen. Und wir können da dann auch die weiteren Produkte wieder in einen Recycler reinfügen, um weitere Bestandteile
zu bekommen. Beispielsweise, wenn wir hier die roten Karten reingeben, dann bekommen wir hier Kupferkabel und die grünen Schaltkreise raus, plus auch die Kupferstangen. So kommen wir zu Kupfer, Kunststoff. Wir können natürlich auch Kunststoff aus dem Öl herstellen, aber ich denke, die primäre Quelle muss eigentlich so sein, dass wir die Nebenprodukte aus der Schrottverwertung zuerst verwenden und erst dann Produkte neu aufbauen aus dem Öl und so. Und was ich hier inzwischen habe, ist, hier habe ich eine Insel, da haben wir die Startinsel und hier unten haben wir eine etwas größere Insel und hier habe ich auch noch ein Radar aufgestellt, da, damit wir etwas mehr sehen, was liegt denn so in der Umgebung, denn wir brauchen etwas Platz, eine größere Hochebene, wo wir eine Verarbeitung platzieren können, und diese eignet sich recht gut, denn hier haben wir keinen Schrott. Hier, die eignet sich recht gut, da haben wir auch keinen Schrott. Und um die verschiedenen Ebenen oder Inseln zu verbinden, das werden wir mit Zügen machen, denn hier unten können wir nichts platzieren, aber wir können die Hochbahnen, mit denen können wir darüber hinweggehen. Das heißt, die Inseln, wo wir Schrott haben, da werden wir mal schauen müssen, da müssen wir einen Bahnhof raufbringen und dann müssen wir eine Situation uns gestalten, wie wir die Entladung am besten machen. Und idealerweise haben wir unser Gleissystem hier nicht über die Inseln, denn der quasi der Real Estate auf den Inseln, wo wir bauen können, der ist etwas knapp. Und ich denke, wir werden auf einer Insel werden wir die Schrottverarbeitung machen, die Aussortierung in die Bestandteile. Auf einer anderen Insel werden wir die Ölverarbeitung haben. Dann wieder woanders werden wir die Raketen Start- und Landeplätze haben. Und da müssen wir dann schauen, wie können wir zwischen den Inseln kommunizieren, denn was hier nicht geht, ist, dass wir hier irgendwelche Stromkabel legen. Ich glaube, es gibt da dann irgendwo eine Forschung, quasi Fundamente, mit denen wir die was in den Ölmeeren platzieren können, aber das bekommen wir erst, wenn wir auch den nächsten Planeten dann entdeckt und freigeschalten haben. Das heißt, fürs Erste
müssen wir da wahrscheinlich etwas mit Zuglogistik arbeiten. Das heißt, Bahnhöfe haben, die sich an- und abstellen, je nach Bedarf. Und ich denke, das hier wird mal unsere Startinsel sein, wo wir die verschiedenen Materialien uns einfach mal herstellen, je nach Bedarf. Aber ich denke, hier auf dieser Insel, da werde ich mal eine richtige Schrottverarbeitung aufziehen und dann wahrscheinlich diese Insel als unsere Hauptquelle hernehmen, denn da ist recht viel Schrott drauf. Wenn wir die anderen Felder anschauen, die sind alle irgendwo im Kilo-Bereich. Hier haben wir Millionen. Das ist auch nochmal eins mit 12 Millionen, 32 Millionen. Ja, ist nicht allzu viel drin. Wir werden, das ist auch recht ergiebig. Vielleicht werden wir hier einfach mal schauen müssen, wie schnell lässt sich das leeren und dann hätten wir da eine weitere Insel, auf der wir was bauen können. Aber ich schau mal, wie denn so eine Verarbeitung aussehen könnte. Ich war hier ganz fleißig und habe ein System aufgebaut, das hoffentlich funktioniert. Vielleicht schauen wir das uns hier in dieser Ansicht an. Ich schalte mal die Bahnhöfe aus. Denn wir sehen, wir haben zwei Kreisläufe mit Zügen. Der einfache ist dieser hier oben, wo wir Schrott abholen und hier anliefern. Und der geht dann in Recyclinganlagen. Und wir ziehen hier das Material raus. Und das erste, was wir hier vom Band uns holen, ist Festbrennstoff. Denn Festbrennstoff ist der Treibstoff für unsere Züge. Darum haben wir hier überall bei den Lokomotiven Anforderungskisten, so dass die mit Material befüllt werden können. Hier für diesen Zug habe ich von Hand mal etwas in die Kiste gegeben, denn wir brauchen ja irgendetwas, um da den Anfang zu machen. Vielleicht machen wir hier gleich mal die erste den ersten Fahrplan. Volles Frachtinventar. Und dann gehen wir hierhin. Leeres Frachtinventar. Und das ist es. Und dann hier unten, das ist das größere Netzwerk und die Linien, die sehen recht wirr aus und das liegt einfach daran, dass hier die dunklen Bereiche, da können wir keine Hochbahnen drüberlegen, das heißt, wir müssen hier uns an die helleren Bereiche halten, außer da, wo wir einen schmalen Übergang haben, wie hier, wo wir links und rechts einen Pfeiler einrahmen können und so das Ganze überspannen. Aber
hier haben wir dann die diversen Materialien, die wir aus dem Recycling rausbekommen. Und das Einzige, was wir hier dann direkt verarbeiten, ist das Eis, was wir zu Wasser machen, denn wir brauchen eigentlich Wasser und nicht Eis für unsere Verarbeitung. Und ja. Vielleicht brauchen wir hier etwas ein besseres Setup. Was uns das Ganze gleichmäßiger verteilt. Hier haben wir ein Ölfeld in der Mitte, was etwas ungünstig ist, um da das Zeug rauszuholen. Und wir bekommen da nicht ein ganz volles Band. Und hier, da brauchen wir wahrscheinlich auch noch Roboter im System, damit die dann das Material ausliefern. Aber von hier geht es in der Schleife weiter unten rum. Hier rein. Oh nein, das ist der Ausgang. Hier geht's raus und hier geht's rein. Das ist unsere primäre Produktion. Unsere Logistikzentrale, wo wir alles Mögliche herstellen. Und wenn diese Stationen vollgelaufen sind mit Material, dann werden diese deaktiviert und das heißt, der Zug wird nicht diese anfahren, sondern sie überspringen zur nächsten Station, die hier unten ist. Und hier unten ist dann zumindest für ein paar Materialien Recycling. Was wir hier dann haben, ist Kupferkabel, damit wir Kupferplatten bekommen. Eisenzahnräder, aus denen machen wir Eisenplatten. Batterien, weiß nicht, zu was wir die recyceln, aber ich glaube, das Batterierecycling habe ich hier auch nicht angeschlossen. Und die roten Schaltkreise, damit wir da Kunststoff rausbekommen. Plus grüne Schaltkreise. Und darum haben wir dann hier auf dieser Seite Kunststoff, grüne Schaltkreise, Eisenplatten und Kupferplatten. Und hier ziehen wir die Kupferspulen vom Band. Denn wenn wir die roten Schaltkreise recyceln, kommt auch Kupferspulen dabei raus. Und die Idee ist, dass wir dann zuerst diese Kupferspulen in Kupfer recyceln, bevor wir hier mehr Kupferspulen anfordern. Das ist die zweite Stelle. Und dann haben wir hier noch ein Setup, wo wir Wasser liefern. Und mit Wasser und dem Schweröl können wir Leichtöl herstellen. Und dann zusammen mit dem Festbrennstoff bekommen wir den Raketentreibstoff. Und sonst haben wir hier noch Leichtbauteile, die blauen Schaltkreise. Da könnten wir eigentlich auch noch ein Icon dran machen. Und dann hier schon mal eine Station vorgesehen für die Wissenschaftspakete. Und damit sind wir in der Lage, uns Raketen zusammenzubauen, sodass wir die dann in den Himmel jagen
können. Und das ist es im Wesentlichen, alles, was wir hier jetzt effektiv noch machen müssen, ist hier etwas aufräumen. Dann brauchen wir hier noch ein paar Roboter und dann sollten wir in der Lage sein, das hier vollständig in Gang zu setzen. Das so machen. Nimmt noch mehr raus. Ich hol da mal ein paar Roboter und dann müssen wir sehen, funktioniert das dann effektiv. Denn diese Züge, das ist... Zahnrad. Dann brauchen wir hier auch wieder Zahnrad. Oh, da stimmt der Name nicht. Aber brauchen wir hier Zahnrad und da unten Zahnrad. Und natürlich, wenn wir hier oben alles entleeren, dann werden wir hier quasi zwar anfahren, aber weil schon leer ist, fahren wir dann gleich wieder weiter. Und wahrscheinlich könnten wir das auch irgendwie mit Unterbrechungen machen, aber wieso kompliziert, wenn es einfach auch geht. Und ich denke, damit sind wir am Ende von der heutigen Folge. Und nächstes Mal werden wir zuerst schauen, funktioniert das ganze Setup hier mit den Zügen. Und dann müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir da die Forschungspakete mit an den Start bekommen. Also bis dann und tschüss!